Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch, vielfach in der Version 2.0. Und jetzt wollen wir mal den Drescher hier anschmeißen, ne? So, auf geht's. Hier könnte sein, dass wir noch Schwappen machen sollten. Einmal anschalten. Genau. So, hier machen wir mal den normalen Helfer, denke ich, das reicht eigentlich. Denn können wir hier von dem Feld, genau, den mal zurückschicken mit den Sojabohnen. Müssen wir noch einmal an den anderen vorbei, ansonsten stehen wir hier so ein bisschen im Weg. Ja, also gestern fiel mir noch ein, ich wollte eigentlich fragen, ob es irgendjemand von euch gibt, der sich auch ein bisschen mit Mod-Mapping auskennt. So ein paar Leute sind da ja bei, die glaube ich auch immer so ein bisschen an eigenen Karten basteln. Wer von euch hat es vielleicht schon hingekriegt, kaufbare Objekte bei sich einzubauen? Also würde mich echt mal freuen, wenn mir da irgendjemand sagen kann, jo, das geht so und so, die Windmühle kann man so und so kaufbar machen. Also das wäre echt cool. Aber der hat schon Überführungskurs drin, dann lassen wir den mal zur Hälfte fahren und den sofort abfahren. So, dann fahren die, müssen wir... Ach, was macht der denn? Ernst? Ich glaube, weil hier hinten immer noch irgendwas ist, oder wieso fährt er hier so komisch? Jetzt fahre ich selber genauso komisch. Ich würde jetzt... Wo ich jetzt gerade hier bin, kann ich die Ladung auch gleich selber abkippen irgendwo. Aber mal so ein bisschen hier auf den Boden kippen. So. Ja, also ne, wenn sich jemand auskennt, schon mal kaufbare Objekte. Ich würde gerne die Windmühlen hier kaufbar machen und die Photovoltaikfelder. Aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit, mich da richtig reinzufuchsen in das Thema. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau geguckt, ja. Also ich bin nicht komplett blöd nach dem Motto. Ich weiß schon so ein bisschen, wie man da rangehen muss, aber eben noch nicht vollständig. Und wenn es da jemand gibt, der sich damit auskennt und mir da Sachen zur Verfügung stellen kann, da wäre ich dankbar. So, guck mal, dann haben wir die, der fährt zurück. Den müssen wir gleich aufhalten hier. Das dauert noch ein bisschen. Dann müssen wir gleich zum Drescher. Ja, ganz klar. Wir müssen die noch rechtzeitig aufhalten, den Drescher und den einen Abfahrer, weil die sollen natürlich nur ungefähr bis Feld 17 fahren. Ich komme nicht zu dem Ball, ne? Der ist schon voll. Also ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Abfahrer hier. Ansonsten steht er eine längere Zeit rum. Also heute werden wir kein neues Feld kaufen. Das steht schon mal fest. Das reicht jetzt ja auch erstmal hier, ne? Mit neuen Feldern, auch wenn es nur kleine sind. Wir haben auch gar kein Geld. Das sehen wir ja auch. Ich möchte hier ungern einen Helfer einstellen, weil der Graben ist knapp. Da ist nicht so viel Platz. So, wir müssen hier tatsächlich mal beeilen, der ist so weit schon. Und hier können wir schon mal Abfahrer entlassen, den übernehmen wir selber. Ich glaube, die produzieren nicht. Deswegen steht der eine da auch rum, weil wir Milch transportieren wollten. Leute. Man braucht hier so einen Notizzettel im Game. Nach dem Motto, das hat man als nächstes vor, dann hat man das als nächstes vor, weil man verzettelt sich ja doch immer wieder. Ne? Vergisst das eine und denkt dann irgendwie nach 10 Folgen mal wieder, ach ja, da war ja noch was. Und wie war das eigentlich mit den Paletten, die wir ins Lager bringen wollten? Und wie war das eigentlich damit? Und was eigentlich mit den Silageballen? Und was mit den Grasballen? Und was passiert hier überhaupt? Oder passiert gar nichts mehr?
macht der denn jetzt? Wieso dreht er denn da um? Den brauchen wir doch jetzt hier gleich. Auf dem kleinen Rockenfeld. Wir müssen einmal schnell stoppen, damit er uns nicht ab hier entwischt. Den Kurs hätten wir fast weiter nutzen können, ne? Der 70-30 steckt fest, das ist in Ordnung. Das wird der sein, der sich jetzt hinten im Silo angereiht hat. Das ist alles gut. Der Düngerstreuer ist auf seiner letzten Bahn hier, würde ich behaupten. Ja, es ist so, ne? Solange wir noch am Erden sind, brauchen wir gar nicht dran denken, die Silagebeine irgendwie wegzukriegen da. Und es ist auch nicht so, dass es nicht weniger Strohballen werden auf Feld 44. Und hier können wir nachher auch noch Strohballen pressen. Aber die, wenn wir die zum Rinderhof fahren, das ist keine besondere Tour. Und das andere werden wir wahrscheinlich ins Hoflager reinbringen, ne? Was wir auf Feld 17 ernten. Auch da haben wir ja Stroh. Und wenn wir das alles haben, Leute, versprochen, dann geht es nochmal daran, alles anzupflanzen. Auch diese Woche, ne? Wenn ihr wieder viele Likes da lässt, denke ich ja, dass es in der nächsten Woche ebenfalls wieder ein paar mehr Folgen geben wird. Insgesamt natürlich dann auch mit News zur Farm kommen. Oh, ein bisschen näher ran. Ist ja schon wieder gleich dunkel hier. Mit der ersten Reihe ist der auch gleich schon voll. 80%. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen größeren Abfahrer und hier stehen ja welche, ne? Kurse erstmal rausschmeißen. Ist er doch noch nicht beim Hof? Wo ist der denn? Ach so, kommt von der anderen Seite, okay. Das ist doch nicht wahr, oder? Ich verstehe es nicht, Leute. Keine Ahnung. Jetzt stehen wir so ein bisschen im Weg. Ist ja okay. 91% gefüllt. Also ich glaube, die letzten Prozente holen wir uns noch und dann fahren wir von denen zumindest einen Kurs zum Hof ein. Jetzt, wo wir direkt hier auf dem Feld sind, 34 Hoflager. Geht aber nicht, weil da alles Mögliche im Weg steht. Das ist ja auch völlig bitterbar, oder? Wir würden da dran vorbeikommen. Und mit dem machen wir uns mal direkt auf den Weg dann. $198.000. Also unser Silageverkäufer schafft gar nichts, ne? Vielleicht machen wir es doch irgendwann selber mit dem großen Radlader mit der 30.000er Schaufel. Ich weiß es nicht. Oder wir warten mal ab, was für neue Courseplay-Varianten so in den nächsten Wochen rauskommen. Ob es da noch welche gibt, neue Updates. Weil irgendwas stimmt doch dann nicht. Das ging immer. Jetzt geht's nicht mehr. Ich habe den jetzt ja zurückgesetzt. Und ich habe sogar den anderen Radlader genommen. Nicht den, der sowieso immer für Probleme gesorgt hat, sondern den anderen.
Ach ja, der Düngerstreuer hier ist fertig. Also auch das Feld kann dann geerntet werden. Also wissen wir schon mal, was morgen noch ansteht, ne? Genug Arbeit. So, und jetzt werden wir mit dem John Deere von hier noch einen Kurs aufnehmen. Einen entspannten, weil der ist ja nicht so schnell. Dem werden wir einfach nur hier so einen kleinen Kurs machen, dass er denn auf dem Feld was machen kann. So, einfach hier Stopp und Fahrer einstellen. Die letzten 9% und dann hoffe ich, dass der jetzt wieder zum Start kommt und dann würde er sich eigentlich den Drescher suchen. Macht er, glaube ich, auch, ne? Und er kriegt auch noch genug, keine Sorge. Wir holen uns noch ein ganz bisschen was raus, irgendwie 3.000, 4.000 noch. Und dann machen wir jetzt auch nur der Vollständigkeit halber, ne? Eigentlich müsste der Große fast alles mitkriegen. Hoffe ich zumindest. Der Graben hier ist nicht ganz so tief an den meisten Stellen, so dass ich denke, dass der Fendt sich nicht selbst versenkt. So, dann werden wir jetzt nochmal von 34 zum Hoflager einen Kurs aufnehmen. Aber ich finde, die Kurse sind schon immer ganz brauchbar, ne? Vom Feld zum Hoflager. Jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir es am besten. Jetzt überlegen wir, kommen wir hier rein zum Feld. Würde ich das eigentlich, würde ich das hier machen wollen? Abfahrer, Quatsch, nicht einstellen. Erstmal löschen. Und so, Kursabzeichnung beginnen. Dann fahren wir hier einmal eine schöne Kurve. Kreuzen natürlich direkt auf dem Feld schon. Richtig blöd eigentlich. Series 9 hat durchdrehende Reifen. Ist das nicht die Ballenpresse? Hängt die irgendwo auf anderen Ballen fest oder was ist das Problem? So, ordentlich fahren. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal brauchen, aber den Kurs machen wir jetzt heute noch. Und morgen Mittwoch, ne? Morgen geht schon um 9 Uhr los hier auf deiner friesischen Marsch mit mir. Dann geht es weiter um 12, 15 und 18 Uhr. 4 Folgen LS morgen. Also macht euch auf was gefasst. Nein, ich werde mich bewusst aber nicht übermäßig Länge machen, ne? Das ist klar. So kann man auch entspannt abends sich dann irgendwie 3, 4 Folgen am Stück angucken. Und wir kommen vor allen Dingen voran, ne? Das ist, finde ich, auch ein ganz großer Vorteil, wenn man entweder mehr Folgen macht oder eben lange Folgen macht. Ja, da stehen sie und warten. Wir hätten auch echt ein schnelleres Fahrzeug nehmen können, ne? Haben wir aber nicht. Haben wir einen dicken John Deere und die sind ja noch nicht so schnell. Also 1000 Vario hat es auch nicht geschafft, den hat es auch irgendwie aufgehangen. Auch das muss man konsequenter machen. Ne? Wir sollten nicht immer von allen Seiten zum Hof fahren, sondern da müsste man sich eigentlich auch einen konkreten Plan, hätte man da verfolgen sollen vielleicht. Das ist auch zu viel durcheinander bei mir.
Also fahren wir vorne rum rein. Da war ja auch noch Platz, da müssen wir uns ja so ein bisschen durchschlängeln. Na, hier passen wir nämlich noch durch. Dann kippen wir einmal schnell ab und dann sage ich doch, liebe Leute, wir machen das erst morgen. Die Fahrt dauert sonst zu lange. So, einmal abkippen, einmal wiegen. Dann danke euch fürs Zuschauen, wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ich euch morgen wieder begrüßen darf am Mega LS Mittwoch hier bei mir. Bis dann, vielen, vielen Dank und tschüss.